Herzlich willkommen beim Lütze Automation Videoblog. Heute geht es um ein heißes Thema, und zwar um den Airblower Lüfter für das Airstream-System und die Homogenisierung des Klimas im Schaltschrank. Wer der Klimatisierung von Schaltschränken nicht genügend Beachtung schenkt, muss das oft teuer bezahlen. Zu hohe Temperaturen können schnell zu Ausfällen von Bauteilen führen und ein überdimensioniertes Klimagerät kostet unnötig viel Geld. Nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Betrieb. Das Thema ist nicht zu unterschätzen und das Problem ist durchaus real. Wo Strom fließt, entsteht Wärme. Und in jedem Schaltschrank entstehen sogenannte Hotspots. Und die sollten natürlich vermieden werden. Mit dem Airblower Schaltschranklüfter lassen sich die ohnehin schon sehr guten Potenziale des Airstream-Systems voll ausschöpfen. Problemlos kann die mittlere Temperatur im Schrank um bis zu 10 Kelvin reduziert werden. Praxistests aus dem Maschinen- und Anlagenbau liefern hier sehr beeindruckende Ergebnisse. Kurz noch ein paar Infos zur Technik. Der Airblower wird über drei PT100 Temperatursensoren angesteuert und ist auch mit einem aktiven Kühlmedium kombinierbar. Über die Regeleinheit kann das System parametriert werden. Doch wie war das mit der Homogenisierung des Klimas? Airstream und Airblower sorgen für eine optimierte Luftzirkulation. Die Luftschichten im Schaltschrank werden dadurch aufgelöst und homogenisiert. Innerhalb nur weniger Minuten kann das Temperaturniveau im Inneren des Schrankes ausgeglichen werden. Im folgenden Zeitrafferfilm ist dies sehr schön zu erkennen. In unserem Beispiel baut sich im Zuge der ganz normalen Wärmeentwicklung im Schaltschrankinneren ein Wärmenest auf. Schließlich erreicht der Hotspot nach rund 80 Minuten seinen Höhepunkt. Die Gefahr eines Ausfalls der entsprechenden Komponenten ist mittlerweile sehr groß. Die Airblower Lüfterbank schaltet sich automatisch ein und sorgt so dafür, dass die Hotspots innerhalb von 8 Minuten verschwinden. Das Schaltschrankklima homogenisiert sich. Noch besser können die Wärmenester in Kombination mit den Airblades direkt belüftet und gekühlt werden. Airblades sind Luftleitelemente zur gezielten Kühlluftführung. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Zirkulation im Schaltschrank direkt beeinflussen. Potenzielle Hotspots können so gezielt belüftet werden. Die Abwärme wird optimal abgeführt. Der Einbau einer Airblower Lüfterbank erfolgt im oberen Drittel des Schrankes und ermöglicht so ein Maximum an Zirkulation. Die Airblades dagegen werden in direkter Nähe zu den Komponenten und anstelle der Kammsegmente installiert. Sie leiten die Luft aus der sogenannten Cool Zone, also dem hinteren Teil des Schrankes, nach vorne auf das betreffende Gerät. Für alle Anwender, die auf ein aktives Kühlgerät verzichten oder deren Kühlleistungen senken wollen, eine clevere Möglichkeit, um Energiekosten langfristig zu minimieren. So, das war's wieder mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst beim Lütze Automation Videoblog.